Ja, moin aus Bremen, ich bin der Steinfluencer. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, diesmal seht ihr mich direkt am Anfang. Ich denke mir, oder ich dachte mir, wir fangen künftig so mit den Videos an und nicht nur mit meinen Händen. Das kommt früh genug. Wir fangen heute oder wir bauen heute das Thumbnail, wird es verraten haben. Wir fangen heute oder bauen dieses Set aus der Lego Star Wars Serie. Das Set Nummer 75335, das ist BD1 oder BD1. Und wenn ihr euch jetzt fragt, so, aus welchem Star Wars Film ist der denn jetzt entsprungen? Aus keinem, der ist aus dem Spiel Jedi Fallen Order. Jedi Fallen Order, ein, wie ich persönlich finde, sehr gelungenes Star Wars Spiel, habe ich auf meinem YouTube-Kanal sogar gezockt, Anfang 2020, habe ich euch mal oben verlinkt. Wenn ihr gucken wollt, das Spiel und dieser kleine süße Droide ist wirklich, also ich fand ihn schon im Spiel süß und dass Lego ihn jetzt als Set rausgebracht hat, noch lieber. 1061 Teile hat er, erscheint am 1. August. Ich habe ihn schon ein bisschen vorher, dieses Video nehme ich am 29. Juli auf und weil ich ihn aber vorher aufnehme oder dieses Video vorher aufnehme, ist es eben noch nicht möglich, mit einer digitalen Bauanleitung zu bauen. Ihr wisst, ich baue gerne digital, also mit PDFs runtergeladen von Lego. Das geht leider bei Lego immer erst, wenn die Sets veröffentlicht sind, logischerweise. Deswegen brauche ich mehr Platz auf dem Tisch, um die Anleitung, die hier drin ist, mit zu beobachten. Ich würde sagen, wir packen ihn aus, gucken an, was im Karton ist und los geht's. So, und da sind wir auf der oder in der bekannten Perspektive und hier ist nochmal der Karton. Ihr habt ihn eben schon gesehen, also BD1 oder BD1. Ich finde es immer sehr, sehr schön, wie viele Droiden und vor allem wie viele gesüße kleine Droiden das Star Wars Universum uns doch beschert. Und er hier ist ja nun auch wirklich besonders süß, finde ich, wenn man auf Droiden steht. Ich weiß nicht, ob wir jemals in einer Zeit leben werden, wo es solche Maschinen dann wirklich gibt, die einem auch, die auch Gefühle erzeugen und einem auch vermitteln. Also ich finde, der hier, wenn ihr das Spiel gesehen oder gespielt habt, werdet ihr wissen, was ich meine, der das ja so ein bisschen auch erreicht, ne? Die großen Augen und so, ist egal. Also ihr wisst, was ich meine. Wir packen es mal aus. Es ist wieder mal ein anderer Karton und zwar, der ist mit 4 Klebis zugeklebt. Das ist nichts Ungewöhnliches, aber man kann ihn, soweit ich es sehe, und ich hoffe, ich mache jetzt nichts falsch und habe nicht falsch geguckt, aufklappen. Wahrscheinlich habe ich es doch falsch. Ja, ich habe es doch falsch. Ich dachte, man kann ihn aufklappen. Naja, dann nicht. So. Raus mit dem Kram. Kartons, ihr wisst. Na, war jetzt nicht so extrem. So, wir gucken. Eine Anleitung. Die neuen Lego-Anleitungen sind ja tatsächlich jetzt in diesem Stil, also in der Mitte dieses Bild, oben und unten der weiße Rand. Es ist ein Kleber dabei, und zwar für die Tafel. Es ist ein kleiner BD-1 dabei, als Microfigure, würde ich sagen. Das ist gut. Das heißt, also einerseits Kleber, mir ist das ja egal, aber es ist gut, dass nicht so viele dabei sind. Für meine ungeschickten Finger ist das gut. Wir gucken mal eben, ich könnte jetzt in die Anleitung gucken, wir gucken einfach mal so, wie viele Bauschritttüten wir haben. Also Tüte 1 habe ich schon gefunden, Tüte 4, Tüte 2, Tüte 3, Tüte 5, Tüte 6. 6 Tüten. Das ist ja durchaus übersichtlich an Tüten. Immer noch keine Papiertüten. Lego hat uns ja, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, als ich die Pyramide von Giza gebaut habe, oder Gizeh auf Deutsch, verlinke ich euch auch nochmal. Da ist der Link, glaube ich. Wenn ich dran denke, ist hier der Link zum Video, wo ich die Pyramide von Gizeh baue. Und da war ja so ein kleiner Zettel drin, der sagte, Lego wird umstellen auf Papiertüten. Und das wird irgendwann passieren und ja, das irgendwann ist halt irgendwann. Hier hätte man, also bei den nächsten Sets dachte ich mir, okay, die sind vielleicht alle noch noch in der Zeit produziert, bevor diese Zettel beigelegt wurden. Aber dieses Set muss ja definitiv
jetzt danach produziert worden sein. Und hier ist auch noch alles Plastik. Keine Ahnung, wahrscheinlich ist es schwieriger umzustellen. Egal. Folgendes, wir machen kein Speedbuild, das ist, glaube ich, Quatsch, sondern ich baue BD1 jetzt auf, schrittweise. Und wir gucken uns dann auch so nach jedem Schritt oder wenn es relevant ist, gucken wir es uns an. Wir gucken aber als nächstes mal eben in die Anleitung. Das machen wir auf jeden Fall noch jetzt hier zusammen. Es ist immer noch viel, also ich will das gar nicht so sehr kritisieren, aber es ist schon sehr viel Kunststoff und ich weiß, warum Lego die Plastiktüten, die Anleitung in Plastiktüten packt, weil es ja immer wieder kritische Stimmen gab, dass sie verknickt sind und eingerissen und so weiter. Das kann ich alles nachvollziehen, wenn allerdings diese Kritik darin gemündet hat, dass das jetzt alles in Kunststoff eingepackt wird. Ich weiß nicht. Naja, egal. Hier ist die Anleitung. Neuer Stil, wie gesagt. Ich glaube, auf dem QR-Code gibt es die PDF-Anleitung. Also wenn ihr das am 1. August oder danach auspackt, das Set, dann werdet ihr das auch mit einer PDF-Anleitung bauen können. 6 Tüten haben wir gesagt. 3 Tüten bauen das Fahrgestell oder die Beine und die anderen 3 Tüten bauen den Kopf. Das zeigt auch so ein bisschen so die Materialverteilung. Was jetzt immer ist in den Lego-Anleitungen, finde ich sehr süß. Hier unten ist der kleine BD-1. Hier ist so ein Zeitstrahl und blättert man ans Ende. Wenn man fertig ist, ist er am anderen Ende angekommen. Finde ich super. Gefällt mir wirklich. Es sind 286 Bauschritte. Das stimmt nicht ganz. Da ist er ja fertig. Also wenn man sagt, okay, gut, dann sind es 285 Bauschritte auf 134 Seiten bzw. 135 Seiten. Ist, glaube ich, zu machen. Wir wissen ja, Lego-Anleitungen sind jetzt ja auch keine Herausforderung. Außer für mich natürlich, das ist ja klar. Sie riecht lecker nach frischer Farbe. Das rieche ich tatsächlich sehr gerne. Insofern alles gut. Und wie gesagt, wir fangen mal mit Tüte 1 an. Ganz entspanntes Bauen. 1060 Teile oder etwas drüber, 1061 Teile oder so. Das heißt, bei meiner Baugeschwindigkeit würde ich sagen, sind wir da so für mich bei 2,5 Stunden Bauzeit. Ich gucke mal auf die Uhr. Ich fange um 15.40 Uhr an. Wahrscheinlich vergesse ich nachher auf die Zeit zu gucken. Aber dann werde ich so 16.40 Uhr, 17.10 Uhr ungefähr fertig sein mit dem Bauen. Mal schauen. Ich mache ja zwischendrin auch noch hier so Takes. Von daher wird es vielleicht auch etwas länger dauern. Okay, ich fange mal an. Erste Tüte und danach sage ich Bescheid. Kurze Pause, Bauschritt, Bautüte oder Bauschritt, wie auch immer, 1. Da ist das hier entstanden. Ich müsste jetzt tatsächlich auf den nicht mehr vorhandenen Karton gucken. Das scheint der Körper zu sein. Ja, ja, genau, das ist sein Körper. Hier, das ist schon die Befestigung für den Kopf und so weiter. Sehr schön viel Rot und Weiß und Grau. Das passt meines Erachtens sehr, sehr schön zusammen. Zeigt sehr schön BD1's Farbschema sozusagen. Ne? Das kann man hier schon erkennen. Ja, viel Baurichtungsumkehr. Ich will gar nicht zu viel erzählen. Das ist einfach jetzt erstmal nur der Körper. Jetzt geht's an die Beine und das machen wir in Tüte 2 und dann sage ich wieder Bescheid. Kurzer Zwischenstand, Tüte 2 ist fertig. Er hat seine nicht kleinen Füße bekommen. Das ist ein bisschen Technikgefuddel, das zeige ich euch dann nachher noch im ausführlichen Fazit. Aber er steht sehr stabil, also das kann man schon mal sagen, da fällt nichts auseinander oder so. Es ist viel Technik doch, dazu sage ich auch dann nachher noch was. Aber ja, deswegen könnte es vielleicht länger als 2,5 Stunden dauern bei mir, weil wenn da so viel Technik bei ist, ihr wisst ja, da braucht bei mir mal länger. Aber gut, wir bauen jetzt Tüte 3. In der Tüte 3 wird weiter am Rumpf und an seinen Beinen gebaut. Mal gucken, was uns da erwartet. Hurra, hurra, Tüte 3 ist da oder fertig vielmehr. Ich kann das jetzt gar nicht so richtig zeigen hier in der Kamera. Ich habe ja dreckige Füße, hier sind noch Katzenhaare. Naja, egal, es sieht auf dem Weiß, sieht man das natürlich sofort. Ja, also wir haben die Beine gebaut. Das Ding ist wirklich robust. Wie gesagt, zeige ich nachher. Nichts Besonderes, also keine besonderen Vorkommnisse sozusagen. Er kann mit diesen Gelenken hier oben die Beine auch so bewegen und so. Keine Ahnung, das sehen wir dann nachher noch, wie das wirklich ist. Jetzt kommt Tüte 4, da geht es schon an den Kopf. Ja, und dann schauen wir weiter. Ich weiß nicht, wie viel Technik noch kommt. Es war jetzt in Tüte 2 hauptsächlich sehr viel Technik. Wenn wir nochmal kurz auf die Laufschritte gucken, wir sind also theoretisch über die Hälfte. Der kleine BD1 ist ja hier ist der Anfang und er läuft ja bis zum Ende hier rüber. Wir sind also jetzt knapp über die Hälfte und er wird süß. Ich sage, er wird süß. Tüte 4 ist fertig und keine Ahnung, es wird der Kopf, klar. Wahrscheinlich wird hier vorne sein. Hier, den drücken wir nachher noch rein und hier drin ist auch noch einer.
den wir wahrscheinlich noch reindrücken müssen, weil wir das hier irgendwo draufsetzen. Das wird wahrscheinlich hier auf diesen, oben auf diesen Technik-Lift-Arm kommen. Egal, ich weiß es nicht. Sehen wir gleich. Tüte 5 kommt und dann noch Tüte 6. Der ist übergeblieben. Das ist ungewöhnlich. Ich hoffe wirklich, dass der über ist und dass der jetzt nicht ganz unten irgendwo drin fehlt. Aber ja, ich weiß schon, ich sehe, glaube ich, schon, wo er fehlt. Möglicherweise. Aber wie könnte das sein? Hier an der Stelle, hier ist ein Loch. Aber wie könnte das sein? Kann ich das nochmal abmachen? Moment. Das seht ihr jetzt mal live, wie ich hier meine Baufehler korrigiere. Nein, das sollte nicht sein. Oder fällt der raus? Nee, da kann der gar nicht passen. Das geht nicht an der Stelle. Nein, das geht nicht an der Stelle. Gut, dann nicht. Also ich repariere das und der ist halt über. Bin's doch nochmal, der hat da doch reingehört, der dieses rechten Winkel. Der gehörte da rein. Puhchen, gut, dass man es von unten noch wegnehmen konnte. Wenn es hier irgendwo in der Mitte gewesen wäre, ich wäre verzweifelt. Nein, okay, aber jetzt schnell weiter mit Tüte 5. So, wir sind mit Tüte 5 fertig, kommen jetzt gleich zu Tüte 6. Wollte nur sagen, hier habe ich jetzt diese Halskonstruktion montiert und es ist, wie ich es gesagt habe, hier drin sind so zwei Schieber. Hier vorne der rote wurde jetzt reingedrückt und hier in der braune. Dann kann man das wieder zuschieben. Ich glaube nicht, dass es, kann natürlich sein, dass es nur deshalb zu schieben ist, damit man das noch machen konnte. Weil wenn das so von Anfang an gewesen wäre, wäre ich da nur sehr mühselig rangekommen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass dieser Schiebemechanismus ausschließlich dafür da ist. Denn ich kann mich nicht erinnern, dass BD1 oder BD1 irgendwie hier was rausschieben konnte. Ja, gut, ist halt so. So, in Tüte 6 bauen wir jetzt den Rest und dann zeige ich euch ihn im Review. Also, los geht's mit Tüte 6. Ja, und da ist er schon fertig, unser kleiner BD1. Ja, ich habe die Kamera sogar ein bisschen gekippt, aber man sieht ihn halt einfach nicht, weil mein Weitwinkel dann, oder beziehungsweise mein Fischei ist es ja sogar, mein Fischei-Objektiv reicht nicht. Deswegen mache ich hier nochmal wunderbar die Handykamera an und wir gucken uns das Set jetzt nochmal en Detail an. Es sind ein paar Teile übergeblieben, die habe ich allerdings schon weggeräumt, deswegen wundert euch nicht. Ein Teiletrenner war dabei und so 10, 20 Kleinteile blieben über. Fangen wir mit BD1 an, also mit dem dem Hauptdarsteller dieses Sets. Also eine BD-Einheit. Kommt aus dem Spiel, wie ich es ja schon gesagt habe, Jedi Fallen Order. Habe ich dort, das habe ich auch gespielt, hatte ich euch ja verlinkt, die Playlist. 10 Live-Let's Plays sind es geworden auf meinem YouTube-Kanal. Hier einmal, ich schalte es aufs Weitwinkel, weil sonst sieht man überhaupt nichts. Hier einmal den ganzen BD1, BD1, wie ihr ihn auch nennen möchtet. So, wir haben zuerst den Rumpf gebaut, habt ihr ja gesehen. Der Rumpf besteht zumindest hier sehr stabil mit vielen Technik- und Umkehrschritten, nämlich damit dieser Hals hier, der sieht zwar wackelig aus, aber der hält. Das ist hier wirklich relativ stabil eingebaut. Genauso die Beine, die sind nicht ganz so stabil, die könnte man rausziehen, die hängen an zwei Pins hier oben und hier unten. Dafür lassen sich die Beine anwinkeln, das sieht man hier an dem, das habe ich schon so ein bisschen nach hinten abgewinkelt, also die sind nicht parallel, die stehen nicht parallel, das sieht man jetzt in dieser Weitwinkelperspektive nicht so sehr, aber vielleicht an den Füßen seht ihr es, der Fuß ist ein bisschen angewinkelt, das heißt, man kann das hier drehen, man kann das auch hier drehen, das heißt, er könnte sich sozusagen nach vorne neigen, möchte ich jetzt ungern machen, nicht, dass er rund umfällt sozusagen. Das ist also schon mal so, man kann ihn also dann in so eine Position stellen. Ne? Die Beine selber bestehen auch sehr viel aus Technikelementen, also in Tüte 2 war es, glaube ich, muss jetzt direkt überlegen. Tüte 2, genau, in Tüte 2 baut man fast nur Technik. Man fängt hier mit diesen Gelenken hier oben an, baut dann, ich zeige es an dem anderen Bein, kann man es ein bisschen sehen, diese abgeknickten Liftarme, ganz viel Pins. Hier unten auch ist so ein Liftarm und auch ein paar Systemsteine sind natürlich auch dabei. Aber wie gesagt, man baut fast nur Technik in Tüte 2. In Tüte 3 baut man dann die Verschalung. Das ist das hier. Das wird dann damit so Pins einfach draufgesetzt. Könnte man einfach auch wieder abziehen, theoretisch. Ne? Die Verschalung, die so ein bisschen Griebeling hat. Hier so eine, wie nennt man das? Das soll so ein
Zylinder sein, wahrscheinlich ein Pneumatik- oder Hydraulikzylinder für sein Beinchen. Ich glaube, er hat sogar Originalgröße, wobei man das ja eigentlich fast gar nicht sagen kann, weil das ist ja ein Computerspiel und was ist schon Originalgröße? Aber ich glaube, der war schon so groß oder wäre so groß gewesen. Ja, also Tüte 1, 2, 3 baut man diesen unteren Teil, dann geht man, baut man Tüte 4, 5 und 6 und da baut man, also das ist dann auch relativ schnell abgehakt, muss ich sagen. Was in diesen Tüten passiert. Also hier, das baut man relativ schnell. Also man baut auf Fläche und das geht schnell. Man hat hier so eine Schublade und mir war zu Anfang nicht klar. Ich hatte ja gesagt, ob der eine Schublade hat im Spiel, weiß ich gar nicht. Aber hier sind diese grünen Dinger drin. Das sind natürlich einfach einmal eins Round Bricks. Drei Stück. Und das sind die Stims. Für diejenigen unter euch, die nicht wissen, Stims, was ist das? Das ist im Spiel, sind das sozusagen, ist das Lebensenergie. Also wenn der Hauptcharakter, der Jedi oder der Jedi, den man da spielt, sozusagen Energie braucht, dann kann BD-1 ihm so ein Stim verabreichen. Und hier hat man drei Stück und ich glaube, im Spiel waren es auch drei Stück, die man haben konnte und die er dann sozusagen zur Verfügung stellt. Und die fand, hat man, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, hat man die an alle Nase lang wieder gefunden oder musste die herstellen, ich weiß es nicht mehr. Ja, dann hier vorne das Gesicht, das ist lustig gebaut, das lässt sich hier hochklappen. Da bin ich nicht ganz sicher, ob das im Spiel auch ging, ich glaube nicht. Man könnte jetzt sich so vorstellen, das sein, dass so seine Augenbrauen, die er so anwinkelt, so, hä? Aber ich glaube, das hat er im Spiel nicht gemacht. Das ist einfach der Bautechnik hier geschuldet. Das geht schon nahtlos ineinander über. Man hätte jetzt hier so Bügelperlen einsetzen können, dann hätte das festgehalten, aber es funktioniert ja auch so. Genau. Die Antennen hinten lassen sich drehen. Das macht er im Spiel sehr häufig, damit drückt er auch so Emotionen aus und so weiter. Und dieses hier finde ich auch ganz süß. Das sind, glaube ich, einmal eins Roundplates heißen die, also die haben keine Noppe oben. Und das hat er auch, das leuchtet bei ihm. Bei ihm ist das so ein Leuchtfeld, das, keine Ahnung, das soll irgendwas anzeigen. Das haben sie hier, finde ich, schön nachgebildet. Ist auch bei ihm in hellblau, dunkelblau. Dann sind dann noch so diese, das hier, das sind so Kühlelemente vermutlich für seine CPU. Und was ich auch noch ganz süß finde, so als Detail, hier unten, das sind, glaube ich, diese Peitschen, jeweils eine goldene, eine schwarze. Das sollen in diesem Fall natürlich keine Peitschen sein, sondern natürlich Stromverbindungen. Ja, so ein lustiges kleines Detail. So, also BD-1 in groß. Kommen wir zu dem Schild. Zu dem, das zeige ich euch kurz, wenn ihr das genau lesen wollt, was da drauf steht, könnt ihr es ja eben pausieren, das Video. Und da ist natürlich der kleine BD-1 das Highlight. Süß bemalt oder bedruckt, ich glaube, würde sagen bedruckt. Das finde ich ganz süß, das machen sie ja bei diesen Robotern immer, bei DO war das auch. Ich weiß nicht, bei R2-D2 war es, glaube ich, auch. Auf jeden Fall ist das bei dieser Droiden-Serie ist das so, dass der auch immer ein Klein dabei ist. Das ist natürlich ein Klebi hier, der einzige in diesem ganzen Set. Ja, ist wie es ist. Jo, das ist BD-1 oder BD-1 aus dem Spiel Jedi Fallen Order. Beides kann ich euch empfehlen. Das Set kostet offiziell 99,99, aber gibt es natürlich inzwischen schon mit fetten Rabatten. Und ist ein schönes Set, baut man so. Ich habe jetzt... Ich habe tatsächlich falsch gerechnet am Anfang vorhin. Also ich habe tatsächlich knapp 2 Stunden gebraucht. Wenn man, sogar mit dem Gelaber in meinem Video noch drin, wo ich ja dann immer pausiert habe. Also dass jemand, der schnell baut, hat das in 1,5 Stunden zusammen. Jo, das war's. Wenn euch BD-1 gefällt oder das Video oder beides, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich abonniert, dann würde mich das auch sehr freuen. Dann sehen wir uns nämlich schon im nächsten Video wieder. Ich danke euch, dass ihr dabei wart und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.